Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen aus dem neuen TV-Studio von Ostsachsen TV hier in Saalfennersdorf. Heute zur Frage Nummer 4, gestellt von Dr. Reichelt an Professor Winfried Stöcker. Hallo, Herr Stöcker. Hallo. Herr Professor, wie viel Antikörper werden nach den 3 Impfungen gebildet vom Körper? Wir bekommen in 98% der Fälle eine ausreichende Konzentration an Antikörpern gegen den Coronavirus. Man muss natürlich bedenken, dass wir 3-mal impfen und nicht einfach 2-mal und bei 2-mal es belassen, ohne die Antikörperkonzentration zu messen. Wir nehmen es genau und finden in den fast allen Fällen eine gute Reaktion. Dabei, dadurch, dass wir die Antikörperkonzentration messen am Ende der Serie, da finden wir immer ein paar Menschen heraus, die haben zu niedrig Antikörper gebildet und die bekommen nochmal einen Schuss oder einen doppelten Schuss Antigen injiziert und dann kommen von denen auch sehr viele dann immer noch gut weg und kriegen dann auch die Immunität. Das ist doch sehr verantwortlich, wenn man nach so einer Impfung die Antikörper bestimmt. Ich glaube, das sollte man immer machen. Ja. Es wird dann immer so üblicherweise nur festgestellt, der ist geimpft, meinetwegen vollständig, und ist trotzdem krank geworden. Ja. Und wenn man sich da einfach darauf konzentriert, ob man geimpft ist oder nicht, das ist keine wissenschaftliche Aussage. Man muss messen, ob die krank geworden sind, vielleicht zu niedrige Antikörper gehabt haben. Und dem kann man natürlich vorbeugen, dass man noch Ergänzungsimpfungen durchführt. Auch ein wesentlicher Vorteil dieser Impfung gegenüber den bis jetzt zugelassenen Impfstoffen? Na, ich meine, das ist ein Vorteil der Vorgehensweise. Ja. Denn die Impfstoffe, Sicherheit, die wir denn einsetzen, sind sowieso am besten. Ja. Danke.